Mit diesen Leuten wirst du immer Stress haben. Es kommt sehr stark auf den Persönlichkeitstyp an, ob dich Leute stressen oder nicht. Und je nachdem, ob du eher vorsichtig bist oder eher risikofreudig, passt das einfach nicht zusammen, natürlich, diese zwei Persönlichkeitsarten, würde ich sagen. Es gibt Menschen, die sind eher vorsichtig und es gibt Menschen, die sind eher risikofreudig, die entscheiden schnell, die machen da nicht lang rum oder so. Und das kann für die gegenteiligen Persönlichkeitstypen dann extrem stressig, nervig, irgendwie nervenaufreibend rüberkommen oder es nervt halt einfach, wenn du selber eigentlich eher vorsichtig bist und strategisch und bedacht und so weiter und auf jemanden triffst, der eher sehr schnell entscheidet, sehr viel redet, sehr schnelles Leben hat, viele Sachen macht und so weiter. Denn alles färbt ja auf dich ab. Und wenn du eher ein ruhiger Typ bist, der seine Ruhe möchte und nicht so schnell entscheidet und sich eher Zeit nehmen will, natürlich mit bestimmten Entscheidungen, dann andersrum nervst du ja den unruhigen Typ, sage ich mal, total. Oder ich meine, der Persönlichkeitstyp, der total unruhig ist oder schnell entscheidet und viele Sachen auf einmal macht und so weiter, muss ja gar nicht unruhig sein im Sinne von gestresst oder so. Aber für dich mag es so rüberkommen. Aber es kann sein, dass dieser unruhige Persönlichkeitstyp zum Beispiel, der viel macht und sehr aktiv ist, das alles total entspannt sieht und eine ganz andere Ruhe in sich selbst hat, das vielleicht nach außen hin gar nicht so rüberkommt, weil dieser Mensch so viel in Bewegung ist zum Beispiel und so schnell entscheidet und so schnell arbeitet und so weiter. Aber für dich ist es vielleicht mega nicht störend, aber es passt nicht so in dein Weltbild, weil du machst eben viel mehr Gedanken über die Sachen oder brauchst länger für bestimmte Entscheidungen und so weiter. Und es ist ja alles schön und gut. Es ist auch überhaupt nicht schlimm. Es kommt eben auf diese Persönlichkeit an. Ich sehe nur diese zwei Komponenten als sehr gegensätzlich. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich zum Beispiel nicht mit Menschen zusammenarbeiten kann, die sehr gegenteilig von mir eben agieren. Also die sehr lange vielleicht für Entscheidungen brauchen oder alles bedacht machen und alles extrem strategisch machen. Ich bin kein Stratege beispielsweise und es dauert natürlich wirklich lange, bis man sich selber gut kennt. Aber es ist wirklich wert, sich darüber auch Gedanken zu machen, denn bestimmte Situationen sind zum Beispiel überhaupt gar keine Red Flags, sondern einfach nur für dich nicht kompatibel. Also es heißt, es mag sein, dass ein Mensch schon ganz okay ist, aber einfach überhaupt gar nicht zu dir passt, weil bestimmte Persönlichkeitsmerkmale komplett anders sind und du ganz andere Bedürfnisse deswegen hast. Also zum Beispiel auch in der Partnerwahl finde ich so, manche Menschen brauchen da ganz viel, sagen wir mal, Aufmerksamkeit im Sinne von, dass man ganz viele Sachen unternimmt zusammen und so weiter. Und andere sind eher happy, wenn sie ihre eigenen Sachen machen können, wenn man sich trotzdem super gut versteht und so weiter. Aber eher jeder so seinen Hobbys nachgeht. Also je nachdem eben, wie es jemand interpretiert, die einen könnten sagen, man lebt nur so nebeneinander her und teilt sich halt die Kosten. Und die anderen würden sagen, also das andere Pärchen, das da die Kompatibilität sieht, würde sagen, es passt total gut, weil meine Lebensziele nicht gestört werden durch meinen Partner zum Beispiel. Also man kann es ja immer so drehen, wie man will. Du musst natürlich deine Wahrheit für dich selber finden. Oder es ist auch mit deinem Manager so, mit deinem Chef. Es kann sein, dass du es total nachvollziehst, wenn du alles ganz genau rechtfertigen musst, reporten musst, dokumentieren musst und alles irgendwie aufzeigen musst. Das kannst du vielleicht nachvollziehen, weil du selber so ein Typ bist, der das gerne hätte.
wenn er Manager wäre oder so. Kann aber auch sein, dass du ein total energetischer Typ bist und schnell entscheidest und sehr autonom bist und selbstständig und selbstbewusst und schnell. Und dann passt so ein Manager natürlich überhaupt gar nicht. Keiner von den zwei Managern ist schlecht oder inkompetent, aber es ist absolut nicht passend zu deiner Persönlichkeit, wenn du den gegenteiligen Typ eben hast. Und ich finde, wenn man am Anfang die Leute kennenlernt, gibt es kaum, sage ich mal, Red Flags, wo man dann wirklich sagen kann, oh ja, nee, es passt gar nicht, viel zu vorsichtig dieser Typ oder diese Person und ich bin ganz anders oder im Gegenteil, nee, viel zu unvorsichtig und viel zu wild und viel zu dynamisch, diese andere Person, das stresst mich total. Ich finde, es geht nur über Zeit und auch bei Menschen, wo man denkt, ich kenne diese Person total gut, geht es manchmal auch nur so über Projekte. Also wenn man wirklich was zusammen mal startet und erlebt, wie diese Person dann interagiert mit dir. Es kann sein, dass du zum Beispiel mit deiner besten Freundin eine mega Gesprächsebene hast, mit der du über alles reden kannst und so weiter. Es kann auch sein in einem anderen Kontext, zum Beispiel, wenn man zusammen jetzt in Urlaub gehen würde, würde es total langweilen, dass diese Person irgendwie gar nichts unternehmen möchte, irgendwie nur im Hotel rumsitzen möchte und nur ins Bar gehen will und so weiter. Und du bist eigentlich ganz anders und wirst irgendwie die Welt sehen und ganz viele Sachen erleben. Das sind eben so Beispiele, wo man sagt, okay, auf der einen Ebene können wir total gut miteinander reden, verstehen uns bombastisch. Aber in diesem anderen Lebensbereich ist es die totale Katastrophe. Und deswegen vorsichtig auch mit den Red Flags. Es kommt auch immer auf die Situation an. Mit manchen Menschen wirst du super gut arbeiten können, aber dafür kannst du mit denen dich über nichts unterhalten, was emotional ist zum Beispiel. Und mit anderen ist es genau anders. Und dass du sagen kannst, okay, ich kann super über alles mit dieser Person sprechen, aber sobald wir zusammen an einem Projekt arbeiten, merke ich, wie ich ganz anders ticke wie diese Person eben. Und deswegen ist Zeit auch ein mega wichtiger Faktor natürlich, um Leute kennenzulernen und um zu wissen, passt das wirklich für die Zukunft. Natürlich ist in einer Beziehung so, wir können nicht 3 Jahre vergehen lassen, bis wir uns dann